Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei Sonntags mit Lillis. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich möchte gleich eine Ankündigung vorweggeben, auch wenn ich es am Ende nochmal sage. Ich werde die nächsten 3 Monate eine kleine Sommerpause hier auf YouTube einlegen. Die Sommerpause bezieht sich tatsächlich nicht nur auf YouTube, die bezieht sich auch auf Workshops offline und online. Die werden bis September aussetzen, ab Oktober wird es hier neue Videos geben und auch neue Workshop-Termine zu sämtlichen Workshops, lass es sein, zum Lettering, Buchbinden, etc., was mir noch einfällt. Und ich werde die 3 Monate nutzen, um mich ein bisschen zu erholen und ein bisschen Inspiration zu schöpfen. Aber heute hier im letzten Video vor der Sommerpause möchte ich mit euch Blaubeeren bzw. Heidelbeeren, also je nach Region werden die ja immer unterschiedlich bezeichnet, möchte ich mit euch diese Schmuckstücke hier heute malen. Wie wir das Schritt für Schritt, und ich hätte eigentlich wie immer gerne ein lebendig Beispiel, aber sowas hält bei mir nicht lange. Ich esse unglaublich gerne Beeren, vor allen Dingen auch Heidelbeeren. Und die letzten Heidelbeeren, die ich jetzt zu Hause hatte, die sind noch in einem Joghurt. Der wartet noch auf mich im Kühlschrank. Und die hätte ich erst ablutschen müssen, damit ihr die richtig erkennt durch meinen Joghurt. Aber ist egal. Ich blende euch hier gleich noch ein Bild ein, wenn wir anfangen zu skizzieren. Und wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video hier. Und ja, holt eure Sachen bereit. Wir brauchen Wasser, Aquarellfarben, Pinsel und ja, viel Spaß! Als erstes wollen wir natürlich eine kleine Skizze machen. Und dazu brauchen wir einfach nur einen Bleistift und gegebenenfalls noch ein Radiergummi. Wenn ihr habt, vielleicht auch ein Knetradiergummi. Und dann wollen wir direkt mit der Skizze anfangen. Wir malen so eine kleine Gruppe von 3 Stück. Das sind auch immer wieder Bilder, die ihr online findet, wo immer so kleine, mehrere auf einem Haufen liegen. Wir nehmen jetzt 3 Stück, eine ungerade Zahl ist immer gut. Ihr werdet feststellen, dass Heidelbeeren bzw. Blaubeeren zwar immer rund erscheinen, aber auch nie ganz rund sind. Also wenn ihr jetzt keine perfekte runde Form hinkriegt, ist das auch überhaupt nicht schlimm. Ich nehme jetzt hier mein ganzes Blatt, um so ein bisschen auch Studie zu betreiben. Studie ist jetzt auch zu viel gesagt, so viel werden wir jetzt hier nicht rumskribbeln und rumskritzeln. Ich werde mir eine kleine Vorskizze machen. Wir werden gucken, was wir hier für eine Farbauswahl haben. Das werde ich alles hier mit drauf bringen, weil ihr werdet auch merken, dass Blaubeeren oder Heidelbeeren, also Blaubeeren, wie der Name schon sagt, sie erscheinen meistens blau. Also es ist immer sehr interessant, in welchem Licht diese Beeren fotografiert werden. Sie haben auf jeden Fall immer noch so einen kleinen violetten Touch mit drin und auch irgendwie so einen Grautouch. Also sie sind zwar in der Grundfarbe so erscheinungsmäßig blau, aber doch irgendwie immer noch ein Ticken violett, lila, irgendwie sowas in der Form, auf jeden Fall sehr dunkel. Oder auch zum Teil sehr hell. Also die haben manchmal so eine milchige Schicht drauf, wie so ein Pulver, kann man fast sagen. Es sieht so pulverig aus, als wenn die so eingepulvert sind. So matt halt, ne? Nicht so glänzend. Aber wir fangen jetzt einfach mal an mit einer kleinen Skizze. Und wie gesagt, ihr müsst hier keine perfekt runde Form. Ihr müsst auch nicht alles in einer Linie. Ihr könnt das mit mehreren kleinen Linien nachzeichnen. Ich mache erst die Grundform. Hier hinten noch eine rein. So. Dann haben dort, wo die Blüten vorher mal waren, sind da so kleine Einwulzungen, die sind so ein bisschen ausgefranst an den Seiten. Legen oder auch nach oben. Und ja, hier unten ist dann noch so ein bisschen Schatten. Ne? Das ist eigentlich schon die Vorskizze beziehungsweise die Vorzeichnung, die wir auch nutzen werden. Machen wir die Schatten hier unten wieder weg mit dem Knie.
Nähtradierer werde ich die gröbsten Linien wieder wegmachen. Ich weiß nicht, ob ihr schon Erfahrung mit einem Knetradierer habt. Ihr könnt das gerne hier tupfen. Ich rolle das immer gerne rüber und dann seht ihr schon, dass ich die gröbsten Graphit Auftragungen von meinem Bleistift abnehme und dann ist es nur noch eine ganz, ganz helle Skizze. Ich weiß gar nicht, ob ihr die noch seht. Ich werde aber auf jeden Fall beim Malen gleich noch ein bisschen ranzoomen. So. Den packe ich immer wieder hier rein, um Verunreinigung zu vermeiden, weil ich habe natürlich auch eine Katze und wenn ich den jetzt hier irgendwo rumliegen lasse, dann passiert das oder dauert es nicht lange, dann sind sehr viele Katzenhaare noch mit bei. So, jetzt gucken wir mal wegen der Farbe. Ich blende euch mal ganz kurz ein Blaubeer-Heidelbeer-Bild ein, dass ihr mal so eine ganz kurze Farbgebung habt. Und ich entscheide mich hier für ein Preußischblau. Ja. Dann werde ich hier mal schauen. Ich teste jetzt mal meine Blaufarben hier aus. Preußischblau, Diamant Indigo, das passt sogar vielleicht noch ein bisschen besser. Ich werde ein bisschen Violett mit reinnehmen. Das werde ich aber vermischen. Und das habe ich jetzt hier gar nicht drin, aber das Paints Grau habe ich mir mal eben dazu geholt. Das passt nämlich, denke ich, auch ganz gut. Ja, ihr seht. Ne? Also, das ist Preußischblau, Indigo, das ist ein Violett und das hier ist das Paints Grau. Und ich glaube tatsächlich, dass ich mich hier für das Paints Grau entscheide. Das passt, glaube ich, ganz gut und wir nehmen so eine ganz, ganz kleine Mischung. Jetzt an die Seite, ganz kleinen Ticken Violett mit rein. Und das nehme ich jetzt einfach mal zur Grundierung, ganz hell mit Wasser eingemischt, weil wir müssen bei Aquarell ja darauf achten, dass wir hell anfangen müssen und dann dunkel nachlegen können. So, das male ich jetzt hier mal aus. Das hier oben kann ruhig ein bisschen ausgefranster sein. Das müssen auch keine perfekten Rundungen sein. Und das Schöne bei Blaubeeren bzw. Heidelbeeren finde ich auch, es kann ruhig ein bisschen fleckig sein. Also die sind nicht so ganz glatt von der Farbe her auch. Fein die Linien durch. Die werdet ihr jetzt hier nicht mehr sehen. Ich sehe sie noch ganz fein, zum Glück. Jetzt lege ich ein bisschen nach. Oh, das war ein bisschen viel. Einen ganz kleinen Hauch mit rein. Ich versuche mal jetzt die Farbe hier runterzuschieben und hier oben so ein bisschen mit Wasser anzudünnen. Und hole mal mir jetzt hier so die Blütenreste oder diese Blütenlöcher, sage ich mal. Die hole ich mir jetzt hier mal raus, weil die ja eh mit am dunkelsten sind. Gleichen Farbe um so ein bisschen die Schatten hier zu ziehen. Natürlich bei einer Rundung, ne? Unten immer so ein bisschen dunkler.
kann, wie gesagt, ruhig ein bisschen fleckiger werden. Ich finde, es fällt halt immer wieder bei Blaubeeren auf, dass die so ein bisschen fleckiger sind. Und das macht die irgendwie, finde ich, ein bisschen sympathischer. Gerade auch beim Malen. Schon die zweite Schicht drauf. Lass mal jetzt kurz trocknen. Die Blüteninnereien hier, sag ich mal, die hebe ich mir jetzt mal ganz bis zum Schluss auf. Ich habe hier auch noch einen ganz kleinen Pinsel, damit machen wir auch gleich noch die Details. Aber ich möchte jetzt gerne noch eine Schicht mit dem Blau drauf machen, beziehungsweise mit dem Paintsgrau. Und da hole ich mir gleich ein bisschen, ich überlege gerade, ob Indigo, nee, das ist mir, ich glaube, ich will ein bisschen bläulicher rein haben. Ich hole mir noch ein bisschen Violett rein und ein bisschen vom Preußischblau. Ein bisschen Violett und ein bisschen vom Preußischblau. So, da haben wir schon mal die Grundfarbe. Und ich bleibe auch bei den Farben. Also ich nehme jetzt gar keine Farben mehr dazu. Auch diesen dunklen Bereich hier, das können wir mit dem Paintsgrau gleich super machen. Denn das kann halt auch sehr dunkel wirken. Und falls es euch doch noch zu hell ist mit diesem Paintsgrau, könnt ihr natürlich auch noch Schwarz oder Neutraltinte dazu nehmen. Direkt aus dem Paintsgrau raus.
So, das nimmt schon wirklich Form an. Ich weiß, ich muss hier noch ein bisschen intensiver werden, also hier unten gerade im Schattenbereich und so ein ganz kleines bisschen hier unten, weil das doch das Payne's Grau sehr, sehr intensiv hier oben ist. Das nehme ich jetzt aber hier auch direkt aus dem Payne's Grau raus. Wie ihr seht, ich mache da jetzt auch gar nicht unbedingt immer so einen glatten Übergang, weil, sagt die Heidbeere, ist eh so ein bisschen fleckig und da passt das ganz gut. Gefällt mir richtig gut. Und hier unten noch ein bisschen. Auch schon so gut wie fertig. Ein Teil fehlt noch. Und schwarz. Bei den oberen hier sieht man das gar nicht. Anbringen, ob das nicht zu viel Farbe dran ist. So Tropfen, nicht dass die ins Papier kommt. Tropfchen. Überall. So, und so Glanzpunkte, dadurch, dass die Heidelbeere bzw. Blaubeere so matt ist, hat die gar nicht so viele Glanzpunkte. Ihr könntet jetzt bei der ersten hier oben gerne noch eine weiße Linie ziehen, wenn ihr möchtet. Jetzt mal hier. Weiß
aus meinem Aquarellkasten. Das ist jetzt wirklich weiße Aquarellfarbe. Ihr könnt dazu aber jegliches Weiß nehmen, ob das jetzt ein separater Stift ist, oder Acrylfarbe oder Gouachefarbe ist noch besser. Abzugrenzen. So, und dann brauchen wir eigentlich nur noch unseren Schatten. Den mache ich mit Neutraltinte. Und dann sind die Heidelbeeren auch schon fertig. Und ich finde, es geht super schnell. Meistens ist es die Formgebung. Ich finde, manchmal wirken auf gemalten Bildern die Heidelbeeren so platt. Das passiert mir auch ganz oft. Dadurch, dass man auch immer wieder vergisst, dass diese Blüte, die dort vorher war, ne, dass die auch so ein bisschen raussticht, sag ich mal. Die kann sich natürlich auch so ein bisschen einwölben. Aber ich finde, solch runde Heidelbeeren, Blaubeeren sehen immer ein bisschen realistisch aus. Und ich hoffe, dass ich euch hier gerade auch mit der Farbgebung ein bisschen unter die Arme greifen konnte, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte auch. Und freue mich, wenn ihr es auch ausprobiert, mal so realistische Heidelbeeren zu malen. Für mich ist es auch immer wieder eine neue Erfahrung, mit Farben zu probieren und experimentieren. Ich habe hier jetzt heute tatsächlich gar keine Vorlage zugemacht. Ich habe heute mit euch direkt hier diese Heidelbeeren, Blaubeeren gemalt. Und ja, nochmal, ich habe es zum Anfang schon gesagt, ich möchte es aber hier zum Ende nochmal sagen. Ich werde bis Oktober bzw. für Juli, August und September eine Sommerpause einlegen. Ich habe das Gefühl, dass ich gerade momentan in so einem kleinen Loch drin bin und das setzt mich gerade ziemlich unter Druck. Und ich möchte in den 3 Monaten jetzt auch natürlich Urlaub genießen und den Sommer genießen und aber auch ganz viel neue Inspirationen und neue Ideen schöpfen, die ich dann ab Oktober wieder jeden ersten Sonntag und jeden dritten Sonntag mit euch zusammen durchgehen möchte, euch das zeigen möchte, euch inspirieren möchte, euch Ideen geben möchte. Und ich wünsche euch über die 3 Monate hinweg einen wundervollen Sommer, habt einen tollen Urlaub, genießt die Zeit, auch wenn ihr arbeiten müsst, nehmt euch Auszeiten. Legt euch vielleicht nicht direkt in die Sonne, aber genießt auf jeden Fall das warme Wetter draußen. Und wenn euch Langeweile aufkommt, wir haben schon eine ganze Menge Videos gemacht in den letzten 1,5, 2 Jahren. Und bleibt mir bitte treu in den nächsten 3 Monaten. Lasst mir, wenn ihr noch kein Abo dagelassen habt, gerne noch ein Abo hier. Teilt eure Ergebnisse, egal ob von dem heutigen Video oder von den vergangenen Videos, gerne bei Instagram. Da bin ich auf jeden Fall aktiv und da werdet ihr Updates und neue Informationen auf jeden Fall als erstes erhalten. Und teilt dort gerne die Beiträge mit dem Hashtag Sonntags mit Lillis oder markiert mich einfach nur mit @lillis.berlin, egal ob bei Facebook oder Instagram. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und wir sehen uns fit und frisch im Oktober wieder. Tschüss!